Mein Name ist Benjamin Wien. Ich bin der IT-Leiter bei den Stadtwerken Dienstlaken. Und die Stadtwerke Dienstlaken mit ihren über 400 Mitarbeitern liefern Strom, Gas, Wasser zu den Haushalten in unserer Stadt. Und wir sind dabei auch noch einer der größten Fernwärmelieferanten Deutschlands. Mit meinem Team kümmern wir uns um das ganze Thema Office, IT, sowohl als auch das Thema OT, also sprich unsere kritische Infrastruktur. Bei den Stadtwerken Dienstlaken unterliegen wir der Kritis-Regelung, sprich wir sind Teil von Deutschlands kritischer Infrastruktur. IT-Sicherheit aus meiner Sicht ist mehr als nur das Zusammenspiel zwischen Hardware und Software. Wir müssen bei IT-Sicherheit auch immer den Menschen betrachten, weil der Mensch an sich, glaube ich, das größte Sicherheitsrisiko birgt, was es gibt. So der unbeabsichtigte menschliche Fehler führt zu den häufigsten und größten IT-Sicherheitsvorfällen, die wir haben. Sprich, wir müssen uns um immer mehr Themen im Bereich der IT-Sicherheit kümmern und das Ganze natürlich mit einem limitierten Budget und mit limitiertem Personal. Das führt dazu, dass wir immer auf der Suche sind nach Lösungen, die unsere Sicherheitssysteme auf das nächste Level bringen und gleichzeitig einfach zu implementieren sind, einfach zu warten sind und einen nur sehr, sehr geringen Impact haben auf die User Experience. Wir mieten unsere Smartphones bei der Firma Everphone in einem Device-as-a-Service-Modell. Und als uns die Everphone von ihrer Partnerschaft mit Checkpoint erzählt hat, da waren wir sehr interessiert, weil mit den Mobile-Device-Management-Lösungen, die Everphone uns zur Verfügung stellt, haben wir es schon geschafft, einen Zero-Touch-Ansatz für das Device-Rollout hinzubekommen. Sprich, wir müssen die Geräte gar nicht mehr anfassen, wenn wir sie zum Endkunden geben. Und mit dieser Integration, die Checkpoint in bestehende MDM-Systeme ermöglicht, schaffen wir es, dieses Thema Sicherheit genauso ohne einen Mehraufwand für die IT zu implementieren. Praktisch bedeutet das, dass die Einrichtung von Checkpoint direkt während des Device-Rollouts schon mit passiert. Sprich, die Geräte sind innerhalb von einer Minute im Checkpoint-Portal verfügbar und der Benutzer bekommt im besten Fall das überhaupt nicht mit. Wir haben da eine lustige Geschichte zu. Wir haben das Ganze in einem Proof of Concept mal getestet mit einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern und die meisten der Mitarbeiter hat gar nicht gemerkt, dass wir eine zusätzliche Sicherheitsfeatures auf ihren Geräten installiert haben. Und das ist genau das, was wir suchen. Wir suchen Lösungen ohne Impact auf die User Experience. Und das ist genau das, wie IT-Sicherheit funktionieren muss. Als wir angefangen haben, uns mit dem Thema IT-Sicherheit auf Smartphones zu beschäftigen, war ich der Meinung, dass die Möglichkeiten da wahrscheinlich relativ limitiert sein müssen. Besonders auf Apple-Geräten, weil Apple ja einen sehr, sehr restriktiven Umgang hat mit dem Thema, was dürfen Apps auf dem Smartphone überhaupt machen. Und wir waren begeistert, als wir gesehen haben, welche Funktionalitäten Checkpoint selbst auf Apple-Geräten bieten kann. Themen wie präventive Netzwerksicherheit auf den Geräten, Zero Phishing, Safe Browsing, das Thema URL-Filterung, bis hin zu Sandboxing. Das heißt also, alle Dateien, die wir runterladen auf unsere Geräte, werden vorher einmal in eine Sandbox gepackt, werden überprüft und kommen erst dann auf das Gerät, um sicherzustellen, dass wir keinen schadhaften Code auf den Geräten runterladen. Das sind alles Dinge, die es aus meiner Sicht früher auf mobilen Endgeräten einfach nicht gab. Das bringt uns IT-Sicherheit auf ein Level, wie wir es eigentlich nur von stationären Geräten kennen heute. Und das Proof-of-Concept-Projekt, was wir mit der Everphone gemacht haben, hat uns auch gezeigt, wie wunderbar das Ganze funktioniert. Weil als wir die ersten Geräte ausgerollt haben, haben wir eine Warnung in dem Checkpoint-Portal gesehen, dass eine unserer Unternehmensapplikationen, die wir standardmäßig auf alle Geräte ausrollen, eine Sicherheitslücke aufweist. Und die hat zumindest auf Android eine Sicherheitslücke, weil ihr ein älteres Android-Framework benutzt, welches einfach angreifbar ist. Sowas hätten wir niemals rausgefunden, wenn wir nicht dieses Checkpoint-Projekt angefangen hätten. Auf der einen Seite war es für uns natürlich sehr, sehr wichtig, dass Checkpoint den Vorgaben der DSGVO entspricht. Auf der anderen Seite wollten wir aber auch sicherstellen, dass die Privatsphäre unserer Mitarbeiter gewahrt bleibt. Aus dem einfachen Grund, mit den Geräten, die Everphone uns zur Verfügung stellt, erlauben wir unseren Mitarbeitern, dass sie diese Geräte auch privat nutzen dürfen. Wir hätten diese Lösung niemals einsetzen können, wenn unsere Mitarbeiter sich damit überwacht gefühlt hätten. Und dadurch, dass Checkpoint den Vorfall, den Incident vom Benutzer trennt, können wir sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter ihre Geräte sowohl privat als auch dienstlich frei nutzen können, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass, wenn etwas passiert, das auf sie als Person zurückfällt. Wir verkaufen das an unsere Mitarbeiter auch wirklich als Security as a Benefit.
Weil machen wir uns nichts vor, die ganzen Themen aus dem Bereich IT-Sicherheit, die wir im Unternehmensbereich kennen, die gibt es im privaten Bereich ja ganz genauso. Sprich, ich habe im Privaten genauso das Problem, dass ich Phishing-Mails bekomme, dass man versucht, meine Kreditkarteninformationen zu stehlen und solche Dinge. Und mit dem, was Checkpoint uns zur Verfügung stellt, können wir unsere Mitarbeiter nicht nur im Unternehmenskontext schützen, sondern auch in ihrem privaten Bereich. Die Smartphones von Everphone kombiniert mit der Sicherheitslösung von Checkpoint sichern unsere Mitarbeiter im privaten und im beruflichen Leben ab. Egal was sie machen, egal wo sie sind. Und das ist genau das, was wir als Kritisbetreiber brauchen.